Oh, nicht erschrecken. Ihr schaut in keine Ampel. Ich habe gestern nur vergessen, meinen Hut mitzunehmen. Und ja, das hat für einen rosigen Turn gesagt heute. Aber jetzt Hut an, schön eingecremt, dann soll das passen. Ja, geht heute weiter. Heute ist unser Ziel Lechleiten, von Lech aus gesehen. Und ja, wir gehen starten gut gestärkt nach einer guten Nacht und fantastischem Frühstück. Das ist ja echt das Schöne an Trekkingtouren. Man kann richtig gut essen. Saftig grün. Man sieht auch richtig Morgentau, ne? Alle anderen Norddeutschen, wenn euch ein Österreicher sagt, dass es eben ist das nicht das Eben, das wir kennen. Bei uns kann man einen Ball auf den Boden legen, der bleibt, wo er ist. Hier rollt er nur nicht ganz so schnell. Der Weg lässt sich trotzdem gut gehen, aber eine leicht andere Definition von eben. Das Wetter ist wieder fantastisch, das dürfte man so sehen, kann ich drehe euch mal eben kurz mit mir herum. Gucken, ob es nicht zu schnell aus euch schwindelig wird. Also wir haben gestern schon Glück gehabt mit dem Wetter. Gestern hatten wir so 18 Grad und die ganze Zeit Sonnenschein. Und jetzt haben wir heute etwa bis 25 Grad. Für morgen haben sie gegebenenfalls Gewitter angesagt. Wenn wir Glück haben, aber erst abends, dann müssen wir dann schauen, wie es dann wird. Der Moment ist einfach nur herrlich. Und wir teilen uns den Weg wieder. So, und da geht's wieder runter. Herrlich, oder? Das ist echt gemein. Da unten sieht man den Lech wieder fließen. Ging jetzt ganz gut hoch und runter. Aber
ja, lohnt sich. Einfach. Das finde ich das Tolle, man kommt aus dem Wald und zack, hat man wieder so eine schöne Aussicht. Und eine Kuh. Stimmt, und eine Kuh. Eine einzige. So, und schon ist man wieder unten. Direkt am Lech. Abstieg war ganz schön glitschig. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen, deswegen habe ich zwischendurch jetzt auch nicht groß gefilmt. Eine kleine Pause haben wir uns echt verdient. Gut, dass wir eben Pause gemacht haben. Wir sind nicht mehr am Ufer, sondern wieder deutlich darüber, auch wenn man es von hier aus nicht sieht. Aber ich möchte euch was anderes zeigen. Wahnsinn, oder? Wunderschön. Wunderschön verwunschener Weg. Da hinten ist der Lech. Und als wir hier runtergelaufen sind, sind wir hier schön wieder hoch. So, und so langsam nähert man sich wieder Ortschaften. Dann haben wir noch eine halbe oder eine Stunde. Dann haben wir unser heutiges Ziel auch schon wieder erreicht. Heute war auf jeden Fall anstrengender. Waren so ein paar knackige Passagen auf jeden Fall bei. Ich wollte mal ganz kurz zeigen, das hier hinten ist kleiner. Das müsste Lech sein. Also da sind wir heute Morgen gestartet. So, ich verabschiede mich dann auch für heute. Wir werden jetzt unsere Unterkunft suchen. Und dann haben wir uns erstmal eine Dusche verdient. So, das nicht. Wir müssen noch hier längs und da hinten irgendwo müsste es denn sein. So, ich habe mich ein bisschen zu früh gefreut. Wir müssen noch hier, dann hier. Da hinten irgendwo. Das ist unser Ziel. Ich denke mal so anderthalb Stunden vielleicht. Irgendwas in dem Dreh. Oder vielleicht sogar hier oben. Es kann auch sein, dass wir dahin müssen. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall haben wir noch ein Eckchen vor uns. Weil man heute noch nicht genug runter ist, sind wir erstmal wieder hoch. Dann geht es hier runter. Dann geht es hier wieder hoch. Und. Dahin. Man hätte sich übrigens den Weg auch abkürzen können. Wenn man in Wart direkt ist, kann man, das läuft allerdings an der Straße lang, aber dann sind es 1,5 Kilometer direkt nach Lech Leiten. Also wenn man sich je nach Wetterlage oder nach Kondition nicht noch diesen Weg jetzt, diesen Umweg, das ist wirklich nur ein Schlenker, gehen möchte, hätte man da wirklich von hier, Moment, Finger wieder, zip, und dann wäre man da. Statt zoom. Aber hier ist schöner. Das letzte Stückchen ist noch echt mies. Die Sonne brennt unglaublich runter, also über 25 Grad. Und ich habe schon wahnsinnig viel Sonnencreme verbraucht, aber ich habe das Gefühl, es hat trotzdem nichts gebracht. Es ist echt schön. Also das ist den Weg schon wert, muss man ja sagen.
Ich bin jetzt auf ca. 1400 Meter Höhe. Und das ist schon echt schön. So, bei diesem Anblick werde ich mich für heute dann aber jetzt wirklich verabschieden. Es sollten eigentlich nur noch 15 Minütchen bis zu unserer Unterkunft sein. Und ich glaube, bis dahin gibt es nicht mehr viel zu filmen. Bis morgen. So, das hier ist unseres. Und ich dachte, hier schon, dass wir angekommen wären. Ist noch hier auf der anderen Seite. Und dann sind wir hier rum. Und dann, ja, hier. Alter Falter. Das war wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm von der Strecke. Sondern einfach nur durch die 25 Grad, die in der ganzen Zeit auf den Dötz brennen.